Ein guter Teil der Rallye an den US-Aktienmärkten, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, basiert auf der Hoffnung auf bald sinkende Zinsen, nachdem Jerome Powell bei der letzten Pressekonferenz gesagt hat, Zinsanhebung ist doch eher unwahrscheinlich. Dann hatten wir die etwas schwächeren Arbeitsmarktdaten und hurra, die Märkte haben sich gesagt, ah, das wird jetzt bald was mit den Zinssenkungen. Das ist doch eine wunderbare Sache. Aber jetzt bekommen wir neue Daten zu dem, was man erwartet in Sachen Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal in den USA, und das Wachstum soll über 4% betragen. Also soll man bei einem Wachstum von 4% und einer Inflation, die wieder deutlich ansteigt seit Jahresbeginn, wirklich die Zinsen senken? Das ist schwer machbar auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sehen wir jetzt immer mehr Effekte dessen, was diese hohen Zinsen eben bedeuten, vor allem bei einkommensschwächeren Amerikanern, die schon Oberkante unter Lippe mit Schulden jetzt vollgesogen sind und nicht mehr können. Von daher müsste die Fed eigentlich die Zinsen senken. Auf der anderen Seite so Bereiche wie Gewerbeimmobilien, die richtige Probleme haben. Aber was passiert, wenn die Fed die Zinsen senken würde? Dann würden die Immobilienpreise wieder steigen oder noch deutlicher steigen, als sie es ohnehin tun. Dann würde die Nachfrage wieder sich erhitzen, dann würden die Renditen wahrscheinlich fallen, dadurch würden die Finanzkonditionen lockerer, dadurch würde die Nachfrage geschürt und damit würde die Inflation noch weiter steigen. Also es ist irgendwie ein Teufelskreis. Was du machst, das ist falsch. Wirst du die Zinsen, oder wenn du die Zinsen senkst, dann hilfst du denjenigen, die unter dieser Zinslast jetzt langsam echte Schwierigkeiten bekommen. Wenn du es nicht tust, oder beziehungsweise wenn du die Zinsen senkst, dann riskierst du, dass die ganze Geschichte komplett aus dem Ruder läuft, zumal ja die Biden-Regierung, wie auch vorher schon die Trump-Regierung, eine Art Stimulus betrieben haben durch eine exzessive Schuldenorgie, die per se schon mal inflationär ist. Also ein Teufelskreis. Man hat die Wahl zwischen Pest und Cholera. Schauen wir uns die Dinge mal an, bevor ich sie in den Feiertag entlasse. Hier Atlanta Fed GDP Now. Für das zweite Quartal 4,18%. Dann sagte Sven Henrik dazu, okay, bei einem Wachstum von 4% und mehr ist das ein großartiger Tightening Cycle, also eine restriktive Geldpolitik sozusagen. Dazu hat sich heute Fed-Mitglied Collins geäußert, die gesagt hat, ja, also die gegenwärtige Geldpolitik sollte eigentlich die Wirtschaft ein bisschen ausbremsen, ein bisschen verlangsamen, das passiert aber nicht. Hier hat sie dann auch nochmal gesagt, ja, es gibt dann Risiken, die Zinsen zu früh zu senken, und dass die jüngsten Wiederanstiege der Inflation jetzt nicht so fürchterlich überraschend sein. Und interessant auch die Aussage, die Geldpolitik sei moderat restriktiv, nachdem ja Paul gesagt hat, die Geldpolitik sei restriktiv, würde also wirklich wirken. Und holding rate steady for longer will slow economy, so also die These. Bislang ist das aber nicht passiert. Die Wirtschaft ist nicht wirklich nachhaltig abgekühlt, genauer gesagt. Und vor kurzem hatten wir ja die Aussagen von Kashkari, der gesagt hat, also möglicherweise müssen wir sogar nochmal die Zinsen anheben, weil die Geldpolitik eben nicht restriktiv ist. Das Einzige, was vielleicht wirklich wirken würde, wäre ein Einbruch am Aktienmarkt. Das würde dann Nachfrage deutlich senken. Will keiner natürlich, ganz klar. Aber das wäre das einzig Wirksame. Hier hat ein Autor mal die 5 Stadien versucht zu skizzieren, wie es wirklich gelingen kann, die Inflation eben nach unten zu bringen. Und alle sind ziemlich schmerzhaft, deswegen will das keiner. Und auf der anderen Seite sehen wir eben diese Konsumenten. Higher Credit Card Rates sehen wir also schon. Durchschnittliche Belastung, wenn du deine Kreditkarte in den USA überziehst, 21-22%. Zinseszinseffekt macht die Leute platt auf Dauer. Wir sehen bei Autokrediten, die in den USA eine wichtige Rolle spielen, höchstes Niveau der Zinsen seit 2001, und bei dem Mortgage Rate, also den Hypothekenzinsen, höchster Stand seit 2000. Und wir sehen, viele Konsumenten können nicht mehr, Consumers pull back sharply on credit card use, weil sie nicht mehr können, schlichtweg. Die bräuchten also niedrigere Zinsen, aber was tun, wenn das eben schlecht möglich ist? Hier sehen wir mal die Sparquote der US-Konsumenten, das ist die Linie unten. Die ist fast auf Allzeittief, gleichzeitig die Kreditkartenschulden auf Allzeithoch, und irgendwann ist eben Schluss mit lustig, irgendwann geht das nicht mehr. Und deswegen sagt ein Analysehaus wie State Street, ja, also wenn die Fed jetzt nicht die Zinsen senkt, dann wird sie die Wirtschaft crashen.
Das wird für einige Teile der Wirtschaft wahrscheinlich zutreffen, vor allem für einige Konsumenten zutreffen, für einige Firmen zutreffen wahrscheinlich. Aber wenn man eben die Zinsen senkt, dann werden die Nebeneffekte auch deutlich sichtbar. State Street etwa hatte schon lange gesagt, die Fed wird die Zinsen senken, hat die erste Zinssenkung im Juni erwartet. Das sieht ja nicht so wirklich so aus. Und das andere Problem, das ist die Trump-Regierung damals und die beiden Regierungen jetzt. Zwischen 2000 und 2023 hat der US-Staat seine Ausgaben um 243% erhöht. Und das bei einer kumulierten Inflation von 83%. Das heißt, wir haben pro Jahr ein Wachstum von 5,3% bei den Ausgaben. Das ist also deutlich stärker als die Inflation. Da wird also Gas gegeben, da wird Geld ausgegeben, als gäbe es kein Morgen. Und wenn ich Geld ausgebe, dann stimuliere ich Nachfrage. Wie soll die Inflation dann nach unten kommen? Das ist die große Frage. Und wenn du jetzt ein Defizit hast, wie die Amerikaner, so zwischen 6,5-7% des BIPs, dann machst du sowas normalerweise nur, wenn die Lage wirklich dramatisch ist. Wenn du also irgendwie versuchen musst, die Kuh vom Eis zu kriegen, die Wirtschaft zu stimulieren. Normalerweise ist ein solches Defizit einhergehend mit einer Arbeitslosigkeit von um und bei 8%. Wir sind aber deutlich unter 4%, haben faktisch Vollbeschäftigung noch in den USA, weil es mehr angebotene Stellen als offiziell Arbeitslose gibt. Also da passt vieles eben nicht zusammen. Und die Märkte aber sind ja sehr optimistisch eigentlich in Sachen Zinssenkungen und auffallend, oder was mir aufgefallen ist, Goldman Sachs sagt, ja, neue Allzeithochs voraus, nachdem wir ja schon diese massive Rallye gesehen hatten und doch überkauft sind, stark überkauft sind, genauer gesagt, dann Bank of America, nicht im Mai verkaufen und hier alles glattstellen, weil eben die Wahljahre durchaus in diesem Zeitraum gut sein etc. Also alle rufen zum Kauf, aber wir sehen, wenn wir heute zum Beispiel uns Intel anschauen, wo die Guidance, also der Ausblick, schwach war. Unternehmen, die nicht wirklich überzeugen mit ihrem Ausblick, die werden sehr radikal abverkauft. Das galt heute auch für Shopify. Das gilt für einige, viele oder große Teile der Konzerne, die eben mit der Guidance nicht überzeugen, mit dem Ausblick nicht überzeugen. Und Intel hat jetzt innerhalb kurzer Zeit zweimal eben diese Guidance gesenkt und das kommt am Markt nicht gut an. Wenn wir hier in Sachen Chip unterwegs sind, OpenAI versucht jetzt Google Konkurrenz zu machen. Ich bin mal gespannt, ob das gelingt. Man will in ChatGPT eine Suchfunktion einbauen. Also das ist vielleicht eine Entwicklung, die noch interessant wird. Interessant auch, dass mein zweitbester Freund Elon Musk heute ein bisschen Probleme bekommt, weil das Justizministerium in den USA sagt, naja, vielleicht hat Tesla mit diesen ganzen autonomen Fahren betrogen und hier den Kunden falsche Versprechungen gemacht. Was? Das ist ja mal was ganz Neues. Hatte nicht der Elon schon, wie Sie hier sehen, im Jahr 2019, und zwar 20. Februar 2019, hat er gesagt, Teslas will be fully self-driving by next year. Das nächste Jahr wäre dann 2020 gewesen. Das ist also jetzt schon mehr als 5 Jahre her. I am certain of that, hat er damals gesagt. Hier sehen wir mal, wie es Elon immer wieder schafft, die Religionsgemeinschaft der Tesla hier zu überzeugen. Aktienmärkte oder der Aktienkurs wird massiv steigen. Vor allem meine zweitbeste Freundin Cathy Wood ist ja so jemand, der das propagiert. Unter anderem hat sie immer Robotaxis hier ins Feld geführt und gesagt, also das wird ein Riesenumsatz werden. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, was die gute Cathy Wood hier prognostiziert, nämlich, dass Robotaxis 8 bis 10 Billionen an Umsatz erzielen werden im Jahr 2013. Die Hälfte davon würde an Plattformen wie Tesla gehen. Wenn wir uns das mal anschauen genauer, oder was hier auch Gordon Johnson gemacht hat, dann würde das bedeuten, dass Robotaxis mehr als etwa 10% des globalen BIPs sind im Jahr 2013. Faktisch ist es so, dass der ganze Taximarkt für das Jahr 2030 natürlich viel geringer ist, etwa nur 1,5% dessen, was meine gute Freundin Cathy Wood hier prognostiziert. Also hier sieht man diese Irrationalität, die hier greifbar ist, diese komplett von der Realität abgekuppelte
Hype-Ideologie, die letztendlich dafür verantwortlich ist. Es ist wirklich unfassbar. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sehen wir erstaunlicherweise den Fear and Greed Index nach dieser Rallye bei 38 und das bei einem VIX, einem Angstbarometer, das sehr tief ist bei 13, der VWIX auf dem nächsten tiefsten Stand seit einem Jahrzehnt. Also die Volatilität der Volatilität, auch ein Zeichen für Nervosität an den Märkten oder für Angst an den Märkten, ist extrem niedrig, dennoch sehen wir den Fear and Greed Index so tief, das ist seltsam. Wir haben jetzt ja dieses Widerstandsniveau angelaufen beim S&P 500, punktgenau erreicht, 5200 Punkte gestern. Jetzt haben wir das erste Gap mal gefüllt beim S&P 500, wie wir hier sehen. Und vielleicht interessant auch noch, TikTok hat, oder genauer gesagt, die Kommunistische Partei Chinas hat gesagt, also man wird nicht erlauben, dass TikTok verkauft wird, das, was ja die Amerikaner fordern. Und hier sagt der Senator Marco Rubio, das ist ein klarer Beweis dafür, dass eben Peking, die kommunistische Partei, TikTok kontrolliert. Und die Amerikaner geben weiter Gas. Es gibt neue Sanktionen, die TikTok, Temu und auch Shein treffen sollen. Temu ist ja diese billig Amazon-Variante, könnte man sagen. Da haben die Amerikaner auch keine Lust drauf. Also der Handelskrieg wird jetzt immer mehr in diesen Tech-Bereich hin verschoben. Wenn wir nach Deutschland kommen, auch da ist China gar nicht so weit weg, zumindest was die Autos betrifft. Hier sehen wir mal BMW heute abverkauft worden, weil man eben, höhere Kosten hat. Auf der anderen Seite eben der Absatz vor allem von Elektrofahrzeugen deutlich stockt. Hier sehen wir mal eine Grafik, wie das Ganze gelaufen ist. Wir sehen, dass im Grunde die Zahlen rückläufig sind. Der Anteil an E-Fahrzeugen am Gesamtmarkt geht wieder zurück. Das ist eigentlich nicht das, was die Bundesregierung sich erhofft hat. Und sie hat sich auch nicht erhofft, dass wir wieder mal einen Rückschlag sehen bei der Industrieproduktion in Deutschland. Und das liegt auch daran, dass die Arbeitskosten deutlicher gestiegen sind, respektive die Löhne in Deutschland als in anderen Ländern. Das verteuert die Arbeit, dadurch Wettbewerbsfähigkeit ein bisschen schwächer und eben dann diese Energiepolitik der Bundesregierung, die Energie künstlich verteuert hat, schon vor dem Angriff Putins auf die Ukraine. Kommen wir nochmal zur EZB. Jetzt hat ein EZB-Mitglied, nämlich der Belgier Wunsch, das ausgesprochen, was eigentlich keiner sagt. Nämlich, dass die EZB gezwungen sein könnte, die Zinsen zu senken, weil eben die Wirtschaft so schwach ist. Die Risiken sozusagen jetzt nichts zu tun seien größer als vielleicht die ganze Geschichte doch jetzt mal zu senken. Auf der anderen Seite sagt er, kriegen wir Probleme, wenn wir das tun, weil dann der Euro unter Druck kommen wird. Damit holen wir uns wieder Inflation ins Haus. Also das ist wirklich Klartext mal von diesem EZB-Mitglied. Das wollte ich Ihnen noch ausführlicher mal zur Darstellung bringen in diesem Artikel, den Sie wieder mal gerne weiterempfehlen können. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, mein Kollege Claudio Kummerfeld, der war gestern bei dieser Marketingmesse in Hamburg, die OMR, und hat da den Habeck erlebt. Und was er zur Reaktion der Leute sagt, finde ich hochinteressant. Die waren alle total begeistert von Habeck. Was da abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist, sehr persönlich, aber sehr interessante Einblicke, wie ich finde. Das ist die zweite Empfehlung. Und jetzt einen schönen Vatertag wünsche ich. Ich sage Servus, ciao.